Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Show von Princess Peach Showtime, ne? Ja, beim letzten Mal haben wir eine riesige Statue gestohlen, schrägstrich zurückgebracht, als Meisterdieben Peach. Und heute werden wir nochmal zum Meisterdieb und versuchen einen anderen Meisterdieb zu retten, nämlich den Meisterdieb Funkeli. Da bin ich schon gespannt, was auf uns zukommt. Weil der Titel ist schon viel vermuten. Fiese Fallen im dunklen Kerker. Das klingt schon spannend. Außerdem haben wir, glaube ich, dann so langsam aber sicher die linke Seite fertig. Da fehlt dann nur noch einer. Naja, nichtsdestotrotz. Rein da. Ja, ist nicht so, als ob ich in die andere Richtung wirklich könnte. Da ist er gefangen. Und er hat einen wunderschönen Schnurrbart. Vier Schlösser? Ich denke mal, Reihenfolge ist egal, oder? Ich sehe viele Türen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich genau rein will. Ich erwarte nur, dass irgendwo was versteckt ist. Okay. Ich habe da Sachen verbunden. Ihn haben wir schon mal gerettet. Wäre das schon mal erledigt? Ich dachte, das wäre so ein Ding gerade, wo ich draufstehen könnte. Ich glaube, ich hätte nach rechts gehen wollen. Wartet, ich mache das eben kurz nochmal. Da, wo ich dachte, wo ich hin konnte, da war nichts. Also, hab nichts verpasst. Ich bin da nur einmal sinnfrei nochmal lang gelaufen. Okay, ich hab nichts versteckt gesehen. Ich dachte, vielleicht kann man da ja irgendwie rein. Ja, Riesenrad. Habe ich schon was verpasst? Das ist tatsächlich Stern Nummer 1.
denke mir, die Reihenfolge sollte ich mich jetzt nicht so drauf fokussieren mit den Sternen, weil wer weiß, welche Reihenfolge von diesen Türen eigentlich die richtige ist. Okay, ich will nicht gelasert werden. Im besten Fall. Sag dich und flieg in die Laser rein. Ich würde gern erstmal hier unten gucken. Und alle meine Leben wegschmeißen vor allen Dingen. Ich glaube, ich gehe mal eben kurz zurück. Diese 10 Münzen, die man verliert, wenn man einmal komplett drauf geht, ist ein absoluter Witz. Es fühlt sich halt echt überhaupt nicht so an, als ob man fürs Sterben bestraft wird. Ist hier oben denn irgendwas oder bin ich umsonst gestorben? Ich wollte unbedingt nochmal wieder zurück. Überall nur Laser. Okay, da ist Stern Nummer 4. Eventuell in der einen Tür müssten dann jetzt 2 sein, ne? Also hier müssten 2 zu finden sein. Oder ich habe einen in dem Gebiet verpennt. Ja, das habe ich gut gemacht. Sehr gut. Ich bin wirklich perfekt gesprungen. Überhaupt keine Fehler. Ach, der ist einfach nur zum Festhalten. Ich würde sagen, ich bin doch bestimmt schnell genug dafür. Guck mal, das ist Stern Nummer 3. Nee, ich will nochmal zurück, bitte. Ich dachte, ich hätte da irgend so eine Schaustelle gesehen. Dann habe ich wahrscheinlich bei dem Gebiet mit den Türen wahrscheinlich einen Stern übersehen. Bei einem habe ich ja 100 pro übersehen. Irgendwo war bestimmt eine Stelle, wo ich posieren kann. Ihn haben wir jedenfalls gerettet. Ich muss hier 100 pro noch mal rein. Oh, er macht das da oben.
Fies. Wieso bin ich jetzt oben? Aber wie gesagt, ich habe irgendwo ein Podest wahrscheinlich übersehen. Ich wollte die kaputt machen. Also ich sehe nur zwei Punkte, wo ich die hätte übersehen können. Entweder in der unteren linken Tür oder in der oberen rechten. Das sind die einzigen beiden Punkte, wo ich mir denke, dass ich da die übersehen haben könnte. Also den letzten Stern bzw. das Podest. Eins von beiden. Naja, zumindest im Funkeli haben wir ja jetzt gerettet. Haben wir das nicht jetzt gerade schon? Ich meine, dadurch haben wir doch jetzt hier eine neue Schleife bekommen. Funkelschleife ist immer noch die schönste bisher. Ja, ich muss aber jetzt trotzdem nochmal da rein. Also ihr seht es ja, wenn ich das Ding finde. Also ich suche jetzt erstmal das ganze Level nach dem zweiten Stern ab. Leute, ich hab's glaube ich gefunden. Also der Stern, der gefehlt hat. Hier an der Stelle war offenbar ein Podest. Und da ist auch der Stern, der mir gefehlt hat. Dieses eine Podest hatte ich übersehen. Ja gut, ne, dann schließe ich das Level eben kurz ab und dann sehen wir uns am Ende wieder. Ja Leute, da haben wir das dann jetzt auch abgeschlossen. Das seht ihr an dem Bild. Jetzt haben wir da auch alle Sterne. Das ist ein echt cooles Bild. Und guckt mal, von den ersten zwei Seiten haben wir wirklich alle Bilder. Und hier fehlt jetzt auch nicht mehr so viel. Also so langsam sich erfüllt sich das. Es kommt ja jetzt noch der Kung-Fu-Kostüm dazu. Dann haben wir da nochmal ein Bild. Meisterdetektiv wird auf der Etage ja auch abgeschlossen. Ich denke mal, dass die nächste Etage, die jetzt darauf kommt, also die vierte, definitiv die letzte Etage ist und dann noch irgendein Spezialkostüm kommt. Ist zumindest eine Vermutung von mir. Müssen wir eben kurz gucken, wo der rumsteht. So, aber zuerst gucken wir natürlich, ob wir hier was Neues haben. Und wir haben das Meisterdieben-Spezialkleid. Da ist eine Stadt drauf abgebildet. Das ist schon irgendwo fancy. Für Stella gibt es einfach nie irgendwas. Hier auf der ersten Etage ist er. Okay, haben wir den auch gefunden. Na gut, dann sind wir jetzt hier wieder auf der dritten Etage. Beim nächsten Mal haben wir dann endlich das Kung-Fu-Kostüm vor uns, eine Kung-Fu-Geschichte. Und darauf folgend dann die Verschwörung im Regen. Die Detektiv-Level bin ich schon gespannt. Die letzten zwei. Aber auf jeden Fall war es das dann jetzt mit der heutigen Show. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.